Mann, ist das eine Wurzel. So eine schöne und kräftige Pflanze. In dem Video sage ich euch, was es mit dieser Wurzel auf sich hat. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und in dem heutigen Video geht es nicht darum, wie man, ja, Quäke, Gras, welches ich von meinem Acker geerntet habe, anbauen kann, weil das ist ziemlich aufwendig wieder loszubekommen. Nein, es geht eigentlich vielmehr darum, dass ich die Wurzel heute spontan aus meinem Feld rausgezogen habe und gestern habe ich ein Video gesehen vom guten Selbstversorger Rigotti, der so eine Challenge gemacht hat und da sollte man halt einfach mal die längste Wurzel aus seinem Garten abfotografieren mit einem Maßstab. Und eigentlich bin ich ja nicht so der Freund von diesem Konkurrenzdenken. Ja, wer hat den größeren, wer hat den längeren, wer hat mehr Geld, wer hat mehr Erträge. Das ist eigentlich ja nicht so mein Fall, aber jetzt so mache ich das Video einfach mal spontan und ist halt einfach eine, so eine nette Sache. Ich mache es jetzt einfach aus Spaß und Freude und nicht um irgendwas zu gewinnen. Und da denke ich, dass so eine Challenge eigentlich auch ziemlich hilfreich und sinnvoll ist, einfach die Leute raus in den Garten zu bekommen. Und das ist eigentlich für mich das Wesentliche. Und genau, ich habe halt die Wurzel rausgezogen aus meinem Feld, neben den Kartoffeln. Die kommen auch schon wieder raus. Und das werde ich dann jetzt einfach kurz mit dem Maßband abmessen. Ich habe jetzt die Wurzel ausgebreitet und ausgelegt. Und sie ist knapp, wie ihr hier sehen könnt, so an die 50 cm lang. Ich habe jetzt hier das Gras einfach so aufgelegt auf das Maßband, ohne Glattstrecken. Ja, wie gesagt, wenn es nicht passt, einfach 5 cm vielleicht abziehen, wenn ich das jetzt nicht so richtig oder optimal angelegt habe. Aber wie gesagt, ich mache es jetzt einfach nur spontan und zum Spaß. Außerdem, wer freut sich denn darüber, dass er das längste Kraut hat, was man eigentlich nicht im Garten haben möchte? Das ist mein Beitrag zur ersten Challenge vom Selbstversorger Rigotti. Wie gesagt, ich habe es einfach zum Spaß gemacht. Und im nächsten Video zeige ich euch, wie man mit Stecklingsvermehrung super einfach Gras vermehren kann für sich und seine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.